Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder, Michel und Christian. Hi. Und heute haben wir was ganz Besonderes, ne? Auf jeden ich Fall. Ich würde sagen, frohe Ostern! Oreja, hast du auch frohe Ostern gesagt? Habe ich noch nicht. Dann sag doch mal, frohe Ostern zu unseren Lieben. Frohe Ostern. Ja, Bugs Bunny sein. So. Wir machen heute mal französische Ostern. Wir haben grünen Spargel hier, wir haben hier ein wunderbares Hühnerei, wir haben ein bisschen Salz. Wir haben loses Ketchup. Also du machst jetzt Ei mit Ketchup. Nun warte mal ab. Das ist ja kein Ketchup, das ist ja eher Tomatensauce, was wir hier haben. Und wir haben die Pfeffersymphonie, Pfeffermischung grob gestoßen und bunt. So, es gibt eine Sauce Choron, das ist eine Ableitung von der Bernaise, also so eine Butter-Emulsion, warme Soße mit Estragon. Und wenn man da Ketchup dran macht oder Tomatensauce dran macht, dann heißt die Sauce Choron, benannt nach dem berühmten Koch Choron. So. Alle Soßen in Frankreich haben ihre eigenen Namen und diese Soße wurde einfach nach ihm benannt, weil er hat die geniale Idee, in so eine fette Buttersoße noch Tomatenmark, was auch konzentriert war, reinzurühren. Und wir machen eine Ableitung einer Bernaise. Genau, kommen. Richtig. Okay. Und wir braten das Ei heute. Wir machen heute den Spargel gebraten. Oben drauf kommt das Spiegelei und dann gießen wir mit etwas Tomatensoße an und dann können wir es direkt aus der Pfanne essen. Klasse. So machen wir es. Und wir nehmen dafür Olivenöl, wie man es halt so macht in der Provence. Jetzt haben wir ein anderes Olivenöl. Das ist von dem Château de Touraine. Ein fruchtiges Olivenöl, was eher feminin ist im Geschmack. Also keine grasigen Noten, nicht bitter. Auch eines meiner Lieblingsöle. Lässt sich auch gut drin braten. Dann nehmen wir mal so, kannst du richtig, also schade, dass ich nicht riechen kann, wie schön es duftet. So, jetzt machst du Folgendes. Jetzt werden wir pedantisch. In die heiße Pfanne quasi? Ja. Den Spargel kurz anbraten. Ja. Und der grüne Spargel passt dann sicher Spargel besser dazu als der weiße? Grüner Spargel und Eier lieben sich. Das ist eine Liaison amoureuse, eine Liebesbeziehung. Das hört sich sexy an. Jetzt gehst du runter von 9, volle Pulle, ja, auf die Hälfte, okay. 4,5, 5. Und das, was du jetzt oben drauf gemacht hast, war das Meersalz? Das andere, was du benutzt? Das portugiesische Meersalz, jetzt drehst du es einmal um, ja. Hopp, hopp. So. Schön gerade muss das alles sein. Ja. Jetzt nimmst du das Hühnerei. Okay. Anschlagen. Vorsichtig aufschlagen. Guck mal, wie gut das aussieht, genau oder? In die Mitte, ja. Genau in die Mitte, naja, fast auf jeden Fall. Ich mag es auch, wenn der Hühner, wenn das Eiweiß so ein bisschen braun wird. Ja. Und jetzt kommt der Knaller an der ganzen Sache. Das Schöne ist ein loses Ketchup, die Tomatensauce, hat eine gute Fließgeschwindigkeit. Guck mal hier. Ich wollte dir gerade einen Löffel geben, aber die brauchst du gar nicht, Nein. Weil die Soße so lecker schlottig ist. So, den Rest lecken wir sowieso raus. Loses Ketchup. Fantastisch. Dann ziehst du die Pfanne runter. Ja. So. Dann kommt ein bisschen Pfeffer drauf. Grob geschroteter Pfeffer von Ankerkraut. Das sieht doch sensationell aus, oder? Wie ein Bild gemalt. Ein 2-Minuten-Gericht, grüner Spargel mit Sauce Choron, ein bisschen abgeändert und dem Ei. Aber wir haben das Ei ja da und ein bisschen Olivenöl. Das kannst du jetzt ruhig ein bisschen trennen, ein bisschen karamellisieren. Schön, der Franzose sagt les sucs, die Trennreste von der Tomatensauce. Und dann würde ich eins sagen, ich mache das mal wie folgt hier. Wir stellen das mal nach vorne. Ja. Ei bloß nie durchbraten. Ne? Das ist, wer es durchgebraten haben möchte, bitteschön, ich esse es nur am liebsten. Bitteschön. Ein weiterer Seelenwärmer für euch. Michel, vielen Dank. Wir wünschen euch frohe Ostern. Bleibt alle gesund. Happy Easter. Und die Zeiten werden sich wieder ändern. Es geht steil nach oben. Wir wissen, dass wir schön das und mit der Küche sowieso. Danke sehr. Tschüss, bis zum nächsten Mal.